Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt es ein YouTube-Q&A, also ihr habt mir Fragen gestellt und ich werde sie beantworten. Wir gehen mal direkt rein, Leute. Habe ich ja schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt wird es mal wieder Zeit, ihr habt auch danach gefragt. Dementsprechend gehen wir rein in die Olga und ich suche mir ein paar Fragen aus. Yes, ich habe ja gesagt, ihr könnt mir Fragen zu allen Bereichen stellen, Training, Ernährung, Regeneration und Persönliches. Dementsprechend fangen wir jetzt direkt an. Und zwar suche ich hier die erste Frage, auch eine Frage, die sehr oft kommt. Wie bestimmt man die richtige Pausenzeiten zwischen den Sätzen? Und zwar kann ich dir da den Tipp geben, hauptsächlich auf deinen Körper zu hören, wie lange du Pause brauchst. Denn viele, viele Leute stellen sich einen Timer von 2-3 Minuten, der läuft ab und dann gehen sie direkt hin und trainieren wieder. Und das ist häufig sogar zu wenig Pause, denn es kommt natürlich auch darauf an, welche Übung man ausführt. Aber bei sowas wie Kniebeugen zum Beispiel, da braucht dein zentrales Nervensystem schon sehr, sehr lange Zeit, um sich zu erholen und sich wieder vorzubereiten auf den nächsten schweren Satz. Außerdem, wenn du zum Beispiel Kniebeugen machst, oder wenn ich zum Beispiel Kniebeugen mache, 12 Wiederholungen, dann bin ich auch erstmal richtig lang außer Atem und brauche erstmal, mein ganzes System braucht erstmal wieder richtig Zeit, um wieder zu regenerieren, beziehungsweise sich erstmal in den Normalzustand zu bringen, um dann halt wieder in den nächsten Satz reinzugehen. Dementsprechend kann man die Frage gar nicht so leicht beantworten. So Pauschalwerte sind bei Grundübungen zwischen 3 und 5 Minuten, bei Verbundübungen, also Rudern, Bankdrücken an der Maschine, so 2 bis 3 Minuten und bei Isolationsübungen, zum Beispiel Bizeps Curls, Trizeps, Seitheben, kann man ein bisschen kürzer agieren, so 1 bis 2 Minuten. Das ist so eine Faustregel und im Groben und Ganzen solltest du auch immer auf dich und deinen Körper hören, wann du dich bereit für den nächsten Satz fühlst. Zählt aktive Urlaub mit der Family, Klettern, Wandern auch als Deload? Nein, kommt natürlich immer darauf an, wie aktiv dieser Urlaub ist. Wenn du jetzt 50.000 Schritte wandern gehst oder halt eben 3-4 Stunden an der Wand rumkletterst, dann ist es natürlich kein Deload, wie du schon selber sagst, ein aktiver Urlaub. Also wenn du viel in deinem Urlaub machst, viele nur nimmst und so, dann würde ich das nicht als Deload mit reinzählen. Klar, es ist was anderes, du bist nicht im Gym und trainierst, aber dein Körper wird auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr stark belastet. Also in einem Deload würde ich immer schauen, dass ich auch meinen Körper zur Ruhe bringe, den Stress rausnehme und einfach entspannen, nicht so viel hoch belastende Sportarten oder sowas machen, wie Klettern oder Wandern zum Beispiel. Bauchtraining nicht nötig, höre ich immer, Beintraining reicht aus. Was war es dran? Also wenn du eine gute Bauchgenetik hast, wie zum Beispiel Paul, dann brauchst du kein spezifisches Bauchtraining, um halt eben einen guten Bauch zu haben. Sobald dein Körperfett nach unten geht, werden halt eben deine Bauchmuskeln sichtbar und du siehst auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Bei mir, ich habe keine gute Bauchgenetik, deswegen trainiere ich auch spezifisch 2 bis 3 Mal die Woche Bauch, um halt eben noch das letzte bisschen rauszuholen, um halt eben wirklich sicher zu gehen und halt wirklich dafür zu sorgen, dass ich das Maximum raushole, trotz meiner schlechten Bauchgenetik. Trotzdem wird Paul immer einen besseren Bauch haben wie ich, aber ich versuche trotzdem, so gut es geht, das Maximum für mich persönlich rauszuholen. Yes. Dementsprechend Beintraining ersetzt auf jeden Fall kein Bauchtraining. Es kommt da großen Teil auf deine Genetik drauf an. Sollte man Dropsätze und mehrere Übungen in Supersätzen einsetzen? Dropsets, Intra-Post-Set, Widowmaker-Set, Supersätze, das sind natürlich alles Intensitätstechniken, die für fortgeschrittene Leute da sind, um halt eben nochmal signifikant die Ermüdung in der Zielmuskulatur nach oben zu treiben. Anfänger oder halt eben Leute, die, sagen wir so, 3 Jahre trainieren, denen würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen, denn damit kann man sich sehr, sehr schnell ins Ausschießen. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Superset Trizepsdrücken macht, wo man 3-mal das Gewicht reduziert, dann ist der Trizeps safe durch, aber die meisten, beziehungsweise im Training, da merkt man so die Ermüdung gar nicht so stark und hämmert dann weit auf den Muskel drauf und man kann sich halt damit sehr, sehr stark zerlegen, was regenerationsmäßig oder die regenerativen Kapazitäten angeht und braucht dann viel, viel länger, damit der Zielmuskulatur wieder regeneriert und ready ist. Und die Gefahr ist halt eben, dass der Muskel nicht ready ist, beziehungsweise lokal so stark ermüdet, dass man ins nächste Training mit keinem frischen Muskel reingeht, dann sich halt nicht steigert, schwächer wird, die Performance nicht hält und so eine Abwärtsspirale runterkommt. Dementsprechend würde ich so Intensitätstechniken erst Fortgeschrittenen empfehlen, also die schon länger wie 3 Jahre trainieren. Da macht es dann auf jeden Fall Sinn. Kann man damit arbeiten, aber übertreibt es auf jeden Fall nicht, weil wie gesagt, man erhöht da signifikant die Ermüdung im Zielmuskel damit und da kann man sich auch sehr, sehr schnell ordentlich rausschießen. Wie merkt man, dass man einen guten Muskelreiz gesetzt hat? Also dementsprechend Muskelkater. Aber Muskelkater ist oftmals ein Indikator dafür, dass man dann doch wahrscheinlich ein bisschen zu viel gemacht hat, wenn es über einen leichten Muskelkater drüber hinausgeht. Aber wenn du nach dem Training deine Muskulatur spürst, zum Beispiel nach einem Beintraining auch spürst, ah, die Beine sind schwer, wenn du dann eine Mahlzeit isst und auf jeden Fall merkst, okay, wow,
Das belastet wirklich sehr stark der Muskulatur. Die Muskulatur ist lokal halt eben ermüdet. Oder so leichtes Muskelzucken, leichte Krämpfe. Wenn es so in die Richtung geht, dann hast du auf jeden Fall sehr, sehr gut deinen Zielmuskel getroffen. Im Training auch ganz, ganz wichtig, predige ich immer, der Pump. Und das Feeling in der Muskulatur ist natürlich entscheidend, ob man seinen Muskel richtig und gezielt trainiert bzw. einen guten Reiz gesetzt hat. Bedeutet, wenn du deine Brust trainierst, aber irgendwie gar nicht deine Brust spürst, keinen Pump bekommst, nichts, ja, dann musst du wahrscheinlich auch nicht deine Brust treffen, dann solltest du dein Training überarbeiten, die Technik ein bisschen anpassen, mit besseren Übungen arbeiten, dich mehr auf eine gedehnte Position konzentrieren oder auf die Dehnung konzentrieren, dann wirst du auf jeden Fall deinen Zielmuskel lokal besser treffen. Könnt ihr übrigens auch auf Instagram vorbeischauen, dort baller ich nämlich täglich Reels raus, wo es genau darum geht. So Leute, jetzt gibt es eine kleine Werbeunterbrechung und zwar am Sonntag, den 29.05. sind Strong und die Alinas Pink Essentials 20% reduziert, also perfekte Möglichkeit, um seinen Vorrat aufzufüllen. Mit dem Code Kai sparst du nochmal 10% und bekommst den besten Deal, egal was du bei Rock Nutrition bestellst. Und hier bei der Aktion gibt es dann anstatt 20, 30% mit dem Code Kai, also gönn dir. Vor allem kann ich für die männlichen Zuschauer, bzw. für alle Zuschauer empfehlen, sich Strong zu holen, denn da ist Kreatin drin und was Kreatin macht, das wissen wir auf jeden Fall. Predige ich immer in meiner Story, und zwar erhöht es die Leistungsfähigkeit, speichert intrazellulär in der Muskelzelle Wasser ein, denn dort ist der Kreatinphosphatspeicher. Das sorgt dafür, dass man praller und massiver aussieht und mehr Performance im Gym bringt. Dementsprechend gönnt euch mit dem Code Kai, spart 30% nur am Sonntag, den 29.05. So, jetzt machen wir weiter mit der nächsten Frage. Wie viel Arbeit hast du am Tag mit YouTube und Instagram? Also, das ist eine gute Frage, und ich denke mal drüber nach. Kann man so pauschal eigentlich gar nicht beantworten, denn ich habe keine festen Arbeitszeiten. Also ich arbeite quasi von morgens 10 Uhr bis das YouTube-Video, und jetzt nehme ich um 23 Uhr auf. Also ich arbeite quasi den ganzen Tag, und zwischendrin hat es dann halt immer mal Pausen eingestreut. Zum Beispiel beim Essen schaue ich mir immer so informative YouTube-Videos an, mit denen ich mich weiterbilde. Das Training kann auch ein bisschen zur Pause zählen, aber dann nehme ich natürlich auch Stories und YouTube-Videos und manchmal auf. Dementsprechend kann man eben wirklich sagen, so wirklich viel Freizeit, aktive Freizeit habe ich nicht. Also ich bin wirklich 24/7 von Montag bis Montag am Durchhasseln, weil ich halt eben auch ein Ziel habe, weil ich mich auf jeden Fall in allen meinen Lebensbereichen verbessern will, sowohl im Sport als auch businesstechnisch, also Social Media mäßig. Dementsprechend habe ich beiseite noch ein paar andere Projekte laufen, die auch dieses Jahr, eventuell nächstes Jahr rauskommen. Also kommen ein paar richtig, richtig nice Sachen auf uns zu. Dementsprechend kann ich sagen, ich weiß nicht, wie viel ich am Tag arbeite, aber ich würde schon sagen, easy, boah, ich kann es echt nicht sagen, 12, 14 Stunden, also schon sehr, sehr viel. Bist du zufrieden mit deinen Fortschritten in den letzten Jahren? Ja, da gehe ich mal von allen Lebensbereichen aus. Also Persönlichkeitsentwicklung bin ich extrem zufrieden. Also was ich in den letzten 3 bis 4 Jahren für Gains dann gemacht habe, also ist richtig, richtig krass. Business-technisch natürlich auch richtig krass. Ich bin von dem, ich habe gelernt Industriemechaniker, habe daneben Techniker Maschinenbau gemacht, weil ich eine Weiterbildung, also staatlich geprüfter Techniker, habe das abgeschlossen, mich dann aber dafür entschieden, mein Hobby zum Beruf zu machen, beziehungsweise mich dann dafür entschieden, das zu machen, auf das ich drauf Lust habe, das mir Spaß macht, und dann habe ich einfach ein bisschen angefangen mit Social Media. Julian hat mich entdeckt und so ist eins zum anderen gekommen, und businesstechnisch läuft es bei mir auch richtig, richtig gut. Also in dem Hinblick habe ich mir auch richtig krass verbessert. Dann kommen wir zum anderen Punkt. Da bin ich nicht so glücklich, beziehungsweise da hat die ganze Sache sich so ein bisschen schwierig gestaltet. Denn Training, ihr wisst ja, erster Lockdown, zweiter Lockdown, war natürlich ein bisschen problematisch. Auch dann so das Ganze mit 4 Jahre Off-Season ist dann wirklich doch schon sehr, sehr viel, muss ich persönlich sagen. So die ersten 2 Jahre nach meinem ersten Wettkampf, also ich habe 2018 einen Wettkampf gemacht, dann hatte ich, wie gesagt, durchgehend Off-Season, und die ersten 2 Jahre nach dem Wettkampf waren richtig geil. Da habe ich richtig aufgebaut, im Training Spaß gehabt, Bock gehabt, Gas gegeben, Gains gemacht, PRs rausgeballert, Form ist besser geworden. Dann habe ich 2020 einen Mini-Cut gemacht, da sah ich dann auch richtig, richtig gut aus. Eigentlich hätte ich da dann eine Wettkampf-Diät machen sollen 2020 und auf die Bühne gehen, habe ich aber nicht gemacht, weil da war Covid und so, das war mir auf jeden Fall klar, dass ich da safe keine Wettkampf-Diät mache. Aber dann durch das ganze Lockdown, Home-Gym, dann mich hierher gezogen, dann hier im Gym trainieren, dann natürlich ist auf einmal das Hobby zum Beruf geworden, heißt, du filmst jetzt dein Training, drehst noch YouTube-Videos, machst mal hier eine andere Challenge, dann trainiere ich mit Johnny,
komplett gar nicht nach meinem Trainingsplan, trainieren mit Paul, passe mich an den an und so. Und da ist das Training natürlich schon sehr, sehr durcheinander gekommen, beziehungsweise da sind sehr, sehr viele Komponenten ins Training reingeflossen, die ich davor gar nicht hatte. Also davor bin ich ins Training gegangen, war nicht in den Social Media Apps aktiv, habe meine Musik gehört, mich aufs Training konzentriert, Vollgas gegeben und jetzt ist halt wirklich viel, sehr, sehr viel Wirrwarr drumherum. Das versuche ich gerade selber zu ordnen, zum Beispiel mit so Sachen, indem ich mein Handy, mein Social Media Handy in den Spind lege. Ich habe ein Gym-Handy und das sorgt schon mal erstens dafür, dass ich einen richtig krassen Fokus habe. Aber lange Rede, kurzer Sinn, 4 Jahre Off-Season mit so viel, den letzten 2 Jahren so viel Unsicherheiten, mit so vielen neuen Faktoren, ja, wie ich schon gesagt habe, Lockdown und so. Ich denke mal, wenn ich meinen Karriereweg nicht in die Richtung Sport geleitet hätte, hätte ich noch mal ein bisschen mehr rausgeholt. Aber ich denke mal, long term geht es mir auf jeden Fall mental, körperlich auch viel, viel besser jetzt mit dem Weg, den ich hier gefahren bin. Also ich denke mal, trainingsmäßig wäre dann noch ein bisschen was drin gewesen. Aber meine Trainingskarriere ist noch nicht zu Ende. Ich habe viel gelernt. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie ich die ganzen Faktoren zu managen habe. Und werde auf jeden Fall viel, viel mehr rausholen. Yes. Aber erstmal ist der zweite Wettkampf dran, Leute. Und ich freue mich jetzt schon auf die Off-Season danach. Ich habe richtig Bock. Kommen wir jetzt noch zur letzten Frage, und zwar Wasser- und Salzhaushalt im Bodybuilding. Unterschiede, Aufbau, Diät, Entwässern. Yes, also im Aufbau spielt das alles nicht so eine wirkliche Rolle. Solltest darauf schauen, dass du genügend trinkst. Also einfach darauf achten, was dein Körper dir signalisiert. Wie dein Urin aussieht, denn wenn dein Urin relativ gelblich ist, dann solltest du auf jeden Fall mehr Wasser trinken. Und wenn du Durst hast, dann sowieso. Salzmäßig im Aufbau auch alles easy, vielleicht eventuell vor dem Training so ein bisschen Salz in den Booster rein, damit er besser ballert. In der Diät geht es dann eben los. Das ist anfänglich natürlich auch noch nicht so wichtig, aber je mehr man zum Wettkampf kommt, desto mehr sollte man auch die Faktoren Wasserhaushalt und Salzhaushalt beachten, beziehungsweise anfangen, das dann zu tracken, wie viel Wasser trinke ich am Tag, wie viel Salz konsumiere ich am Tag, um halt eben einfach auf einer sicheren Seite zu sein, wenn es dann Richtung Wettkampf geht. Auch man kennt es ja, man lädt dann zum Beispiel mit sehr, sehr viel Reis und da sollte man schon wissen, okay, wie viel Salz sollte ich jetzt zu dem Reis dazu machen, damit mein Salzhaushalt halt eben nicht schwankt. Denn der Salzhaushalt ist ein wichtiger Punkt, wenn es um die Condition, also um die, boah, wie sagt man das auf Deutsch, wenn es um die Form geht. Wenn du jetzt, wenn dein Salzhaushalt sehr, sehr schnell schwankt, dann kann es sein, du ziehst Wasser, die Form sieht nicht so gut auf, du siehst aufgeschwommen aus. Dementsprechend schauen wir halt eben darauf, dass man den Salzhaushalt konstant jeden Tag gleich hält, damit da eben nicht so viel Schwankung reinkommt. Entwässern am Wettkampf macht relativ wenig Sinn, denn die Muskelzelle besteht zu einem großen Teil aus Wasser. Und wenn man jetzt auf einmal anfängt, weniger Wasser zu trinken, dann nimmt natürlich der Wasseranteil in der Muskelzelle ab und die Muskeln sehen dementsprechend nicht so prall aus. Bedeutet, wenn der Muskel nicht so prall ist und dann deine Haut drüber liegt, dann wirkt der Muskel nicht so definiert und du schießt dir eigentlich ins eigene Bein. Dementsprechend lass das mit dem Entwässern komplett weg. Und auch nicht irgendwie heute viel Salz, dann wenig Salz, weil so bringst du erstens mal deinen Wasserhaushalt durcheinander und dann ziehst du auch noch aus dem Muskel Wasser raus. Also das ist der ultimative Tipp, um ultimativ scheiße auf der Bühne auszusehen. Dementsprechend versuch halt eben, wenn du auf die Bühne gehst, Wasserhaushalt gleich zu lassen, Salzhaushalt gleich zu lassen, und dann musst du auf jeden Fall eine gute und stabile Form haben. Denn wenn du vor der Bühne bzw. vor dem Wettkampf schon eine gute Form hast, dann wirst du auch auf der Bühne auf jeden Fall eine gute Form haben, wenn du jetzt hier, wie gesagt, nicht mit dem Salz und dem Wasserhaushalt rumspielst und dir so ins eigene Bein schießt. Yes, Leute. Mehr dazu gibt es auf jeden Fall dann auch, wenn ich auf die Bühne gehe, aber bis dahin sind es auf jeden Fall noch 20 Wochen. Dann gibt es noch eine Sache zu sagen, und zwar gerne liken, folgen und abonnieren für die nächsten YouTube-Videos. Ich bin raus, euer Kai. Ciao.